Yo, hallo und herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal Dommy Rules. Und wie ihr schon seht, es geht mir im Hintergrund hier wieder um Far Cry 4. Genau. So, der Bildschirm leidet gerade noch. Was steht denn da so drauf? Körperpanzer verringern den erlittenen Schaden. Ah, okay, gut. So, dann, genau. Es geht heute um Far Cry 4. Und ja, es ist so, ich habe so eine Mission angefangen. Und zwar geht es darum, in dieser Mission einfach diese Festung von Paul Depleur, diesem einen Untergebenen von Pagan Min, oder ja, einen von diesen kleineren Bossen in dem Spiel, haben wir ja schon entführt. Und genau, es geht halt jetzt darum, diese Festung von ihm einzunehmen, da die halt geschwächt ist, weil er nicht mehr da ist, um die zu beschützen. Und ja, genau, jetzt fangen wir mal an. So, ich kenne natürlich hier meine Sniper, weil mit der eigentlich gut alles wegholen kann. Genau, so. Dann schleichen wir uns hier mal an. Wir sind den ersten an. Da ist schon der erste. So ein bisschen ran und Headshot. Nummer 1. Dann schauen wir mal, wo hat es denn noch welche? Da unten. Okay. Oh, der ist gepanzert. Da brauchen wir, glaube ich, 2 Schüsse. 1. 2. Okay, der ist weg. So. Dann müssen wir mal schauen, wo sind denn die nächsten Gegner? Ihr seht schon unten auf der Minimap. Es geht schon ein bisschen los in dem Festung. Sie haben bemerkt, dass jetzt 2 Tote da liegen. Mal schäden oder mal schauen, was sie jetzt so machen. Hm. Noch passiert nichts. Okay. Hm. Okay, hat sich scheinbar wieder alles beruhigt. Oder doch nicht? Na? Okay, die fragen sich schon mal, was da draußen los ist. Hm. Das muss ich mal ein bisschen im Verborgenen noch bleiben. So. Oh fuck, den haben wir schon gesehen. Wo war denn der? Wo war denn der jetzt? Hm. So, lauf mal darüber. Ah, ich höre einen Hund, okay. Können wir vielleicht noch einen Köder schmeißen? Ich weiß nicht. So, mit der Armbrust kommen wir nicht arg weit. Okay, da war gerade noch einer. Hier, den holen wir jetzt auch mal kurz weg. Ich glaube, der hat uns vorhin auch gesehen. Okay, weg. Dann. Hier war der nächste. Und. Oh, fuck, Mörserfeuer. Das ist schon mal nicht gut, wenn es Mörserfeuer gibt. So, jetzt verstecken wir uns, dass wir nicht gesehen werden. Hm. Oh ja, dann habe ich gesehen, wo ist denn der genau? Ah, da ist der. Und weg ist er. So, die fragen sich schon, was das jetzt war, weil wahrscheinlich so viele Leichen da rumliegen. Ja, gut, das würde mich auch fragen, wenn ich jetzt unten wäre und hier überall auf einmal meine toten Kollegen rumliegen, würde ich mich auch fragen, was ist hier eigentlich los? Aber gut, weiter geht's. So, dann laufen wir nochmal ein bisschen rüber und schauen mal, ob wir noch weitere Gegner holen können. So, da war's einer. Hm. Bisher haben sie noch keine Alarme aktiviert, das wundert mich eigentlich. Weil, wie ihr nachher in den Fails sehen werdet, haben die früher oder in den vorherigen Versuchen extrem oft den Alarm aktiviert und dann kam ein Helikopter. Aber, ja, dazu erzähle ich euch später auch noch was. So, dann schauen wir mal. Da ist auch noch einer. Den holen wir jetzt auch mal kurz. So, der ist weg. So, es müssen es ja fast alles sein. Gucken wir mal. Vielleicht. Ah, es geht immer weiter runter. Vielleicht sehen wir noch da unten irgendjemanden. Aber ich glaube, es müssen es fast alle sein. Oh je, da ist einer richtig sauer. So, da ist gerade einer gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Jetzt warten wir noch. So, der geht da wieder rein. Okay, sehr gut. Dann gehen wir mal auch hinterher. Upsala. Schleichen ihm nach. Und versuchen ihn mal, wenn es eine gute Möglichkeit gibt, so wie hier. Ah, ne, noch nicht. Aber jetzt mal hier, genau.
Genau, hier viele Headshots verteilen, weil die Typen, die halten sowas mit der Panzerung locker aus. Gut, der wäre jetzt schon mal weg. Jetzt müssen wir mal schauen. Noch die ganzen Alarme kaputt machen, dass keine Verstärkung kommt. Aber erstmal schauen, vielleicht gibt es hier noch irgendwas in dem Lagerhaus. Da lagen gerade Pfeile, aber die brauchen wir nicht, weil unsere Armbrust noch voll ist. So, da wäre schon mal ein kaputter Alarm. Aber zur Kontrolle schießen wir nochmal drauf. Okay. So, dann gehen wir weiter mal. Und schauen, vielleicht gibt es noch irgendwo eine Wache, die wir jetzt vergessen haben oder so. Denn da ist ein extra Alarm, den machen wir auch kaputt. So, es hat noch einen Alarm übrig. Okay. So. Dann, oh, was war das? Was war das? Oh, 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 oh. Oh, oh, was war das? Ah, nur so ein Hund. Okay, gut, ist ja nicht schwer. Gut, also. So, dann hätten wir es geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert mich. Ich danke fürs Einschalten und genau, es kommen noch die Fails. Die könnt ihr euch auch noch anschauen, ist eigentlich ganz witzig. Oder ja, mich hat es eigentlich richtig angepisst, weil dauernd halt eben diese verfickten Helikopter kamen und man hatte dann irgendwie kaum Chance, eben halt diese Festung einzunehmen. So, dann habe ich es mal probiert mit dem Köder, weil ich halt diesen Hund schon gesehen habe. Der Hund holt sich, glaube ich, soweit ich auch weiß, diesen Köder. Und ja, frisst ihn halt, was halt Hunde so machen. Ich habe gedacht, ja, der wird dadurch irgendwie aggressiv. Hab den Ding aus dem Fenster rausgeholt. Der gab's im anderen, in der richtigen Mission nicht, wo ich jetzt aufgenommen habe. Hier ist auch noch einer. Den haben wir am Anfang geholt. Genau. So, dann, wie gesagt, ich danke auch mal hier an dieser Stelle für meine 54 Abonnenten, ne? Und meine fast schon 1300 Views. Und ja, möchte mich einfach nochmal an dieser Stelle herzlich bedanken, dass ihr meine Videos schaut, sie kommentiert und sie liked, genau. So, dann hier den haben wir auch noch weg. Haben sie denn gesehen? Und ja. Genau, auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr das anschaut. Und dass es so ein positives Resümee gibt. Genau, so. Dann hier mal eine Granate runterschmeißen. Die Wache denkt sich wahrscheinlich auch, was ist bei hier los? Kommt einfach mit einer Granate. Juckt da nicht. Auf jeden Fall ist es ja richtig viel Action schon unten in dieser Festung drin. Und ja, die haben mich, glaube ich, auch schon gesehen. Hier versuche ich den gerade noch so wegzuholen, dass er nicht an den Mörser geht. Genau, und da kommt schon die Verstärkung. Und ja, da kommt auch wahrscheinlich dann gleich der Helikopter. Genau. So, nochmal eine Granate herunter. Bam! So, da werde ich dann auch gleich irgendwann mal noch geholt von dem Helikopter, der gleich kommt. Ja, genau, es kommt die Meldung, sie kommen aus der Luft, von dem Typ ist da, von meinem Verstärkung. Andi, die kommt ja erst noch, genau, aber hier kommt dann schon der Helikopter. Versuche ihn noch so ein bisschen anzuschießen, aber das bringt natürlich nichts. Den Typen, der da drin hockt, habe ich auch nicht rausgeholt. Also, ja, hat mich richtig angepisst. Und genau. Dann habe ich einen Molotow genommen. Habe gedacht, vielleicht trifft man ja was. Ich habe da durchgeworfen. Wie kann man da durchwerfen? Ich frage mich, wie komme ich da drauf, da durchzuwerfen? Das hat mich richtig angepisst. Dann habe ich eine Spritze verschwendet, weil ich danach doch noch gestorben bin. Genau. Also, wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Wäre cool von euch. Genau, bis zum nächsten Video. Ciao.